Nur 37% aller Deutschen haben ChatGPT schon mal verwendet und davon nutzen es die meisten auch lediglich im privaten Kontext. In diesem Video tauchen wir wirklich tief ein. Ich zeige dir 34 Tipps und Tricks, die dich vom ChatGPT-Anfänger zum richtigen Profi machen, der nicht nur mit dem Tool umgehen kann, sondern es wirklich auch gewinnbringend und umsatzsteigernd einsetzen kann. Also schnapp dir einen Notizzettel. Mein Name ist Leonard Schmedding und wir starten direkt rein. ChatGPT-Tipp Nummer 1 ist, weise ChatGPT eine Rolle zu. Das heißt, du gibst ChatGPT eine bestimmte Rolle bzw. Persönlichkeit, anhand derer all seine Antworten ausgerichtet sein sollen und in diesem Stil alle Antworten entsprechend generiert werden. Lass mich dir einfach zeigen, was ich damit meine. Ohne die Zuweisung einer Rolle könnte dein Prompt zum Beispiel so aussehen. Schreibe einen Geburtstagsgruß an meinen Neffen Jimmy. Wir senden das Ganze einfach mal ab und ChatGPT erstellt uns kurzerhand auch einen kurzen Geburtstagsgruß. Wenn du GPT jetzt eine Rolle gibst, dann könnten wir zum Beispiel sagen, agiere als Pirat und schreibe einen Geburtstagsgruß an meinen Neffen Jimmy. Und was passiert? Wir sehen sofort, dass Cecil der Antwort angepasst wird. Und das beschränkt sich natürlich nicht nur auf solche Spielereien wie der Pirat, sondern das kann wirklich jede Art von Rolle sein. Agiere als Steuerberater, agiere als Anwalt, agiere als Coach, agiere als Fitnesstrainer. Da sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Überlege dir immer, wenn du eine Anfrage stellst, wie soll ChatGPT agieren? Und du wirst sofort deutlich bessere Ergebnisse erhalten, als wenn du einfach nur einen einfachen Text reinschreibst. Tipp Nummer 2, spezifiziere dein Output-Format. Heißt, wie soll das Ergebnis, was ChatGPT für dich produziert, aussehen? Was viele gar nicht wissen, du kannst ChatGPT klare Vorgaben machen, zum Beispiel erstelle mir eine Tabelle. Ich habe dir hier mal ein Beispiel mitgebracht. Erstelle mir eine Tabelle mit 20 viralen Marketingstrategien, sortiere die Tabelle alphabetisch. Eine Spalte ist der Name der Strategie, eine Beschreibung und eine das Budget, welches ich einplanen sollte. Und nun wird ChatGPT mir entsprechend eine Tabelle erstellen, mit dieser ich dann entsprechend weiterarbeiten kann. Und das Ganze beschränkt sich nicht nur auf Tabellen, du kannst mittlerweile PDFs erstellen, du kannst CSV-Dateien erstellen, du kannst natürlich HTML-Formate, Markdown-Formate, Blogartikel kannst du erstellen. Und wenn du dies nicht spezifizierst, dann wird dir ChatGPT in den meisten Fällen einen einfachen Text generieren. Also mach dir immer Gedanken, wie sollte mein Output-Format aussehen und wie kann ich idealerweise damit weiterarbeiten. Im nächsten Schritt will ich diese Tabelle jetzt vielleicht in ein Google Sheet oder Excel übertragen und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, erstelle eine CSV-Datei aus dieser Tabelle und dann wird ChatGPT das Ganze entsprechend ausführen und mir eine Datei zur Verfügung stellen, welche ich downloaden kann. Und diese CSV-Datei kann ich jetzt hier per einfachen Klick herunterladen und damit entsprechend weiterarbeiten. Tipp Nummer 3, lasse dir strukturierte To-Do-Listen erstellen. Ja, jeder kennt es, du bekommst eine Mail mit tausenden verschiedenen Aufgaben. Du kriegst vielleicht eine WhatsApp-Nachricht, Slack-Nachricht von deinem Chef, von einem Arbeitskollegen, vielleicht von einem Eltern- oder Geschwisternteil mit verschiedensten Anforderungen und Aufgaben. Und jetzt kannst du ChatGPT diese Nachricht reinkopieren und sagen, erstelle eine strukturierte To-Do-Liste aus dieser Mail meines Chefs, jetzt in diesem Beispiel. Wir senden das Ganze ab und ChatGPT wird jetzt diese quer durcheinander gewürfelten Aufgaben in eine klare To-Do-Liste für dich erstellen. Auch hier kannst du natürlich wieder das Output-Format anpassen. Du kannst dir eine richtige Checkliste zum Download erstellen lassen als PDF-Datei. Und ChatGPT, du siehst es hier, macht dir eine klare Liste mit allen Aufgaben, die erledigt werden müssen, mit den einzelnen Prioritäten, geordnet nach Deadlines. Und mit einer entsprechenden Aufgabenverteilung als Vorschlag, dass ChatGPT sagt, hey, welche Mitarbeiter könnten hier entsprechend das Ganze erledigen. Also nutze ChatGPT, um dir klare To-Do-Listen erstellen zu lassen und deine Aufgaben somit besser zu strukturieren. Tipp Nummer 4, du kannst deine Chatlogs umbenennen und somit übersichtlicher gestalten. Du siehst hier links haben wir die Chatlogs, die wir soeben generiert haben. Zum Beispiel haben wir hier die viralen Marketingstrategien. Und wenn ich hier auf das Optionssymbol klicke, dann kann ich den Chat jetzt umbenennen und hier will ich jetzt vielleicht einfach nur Marketingstrategien CSV das Ganze benennen, sodass ich es später wiederfinden kann und jetzt habe ich in meiner linken Leiste entsprechend den neuen Namen gespeichert und kann somit mehr Struktur in ChatGPT reinbringen. Tipp Nummer 5, arbeite mit Follow-up-Prompts, um immer näher zu deinem gewünschten Ergebnis zu kommen und Rückfragen an GPT zu stellen. Wir machen weiter mit unserer Tabelle, mit der wir virale Marketingmethoden generiert haben und vielleicht interessiert mich die Strategie Ambassador-Programme und ich kann damit
damit noch nicht wirklich was anfangen. Jetzt nehme ich mir einfach diesen Begriff und sage, erkläre mir die Strategie Ambassador-Programme aus der Tabelle genauer. Und jetzt kann ich mit ChatGPT zu spezifischen Antworten, die es entsprechend generiert hat, Rücksprache halten und weitere Prompts und weitere Gespräche darauf aufbauen. Jetzt fand ich die Strategie vielleicht spannend und überlege mir, kann ich sie für mein Unternehmen einsetzen? Und jetzt siehst du, schlägt ChatGPT sogar weitere Follow-up-Prompts vor, zum Beispiel, wie messe ich den Erfolg? Da klicken wir jetzt auch einfach mal drauf. Und so initiiert ChatGPT sogar sinnvolle Follow-up-Prompts, mit denen du weiter zu deinem richtigen Ergebnis kommen kannst und dir weiter Wissen aneignen kannst zu dem spezifischen Thema. Und natürlich könnte ich jetzt auch im letzten Schritt, wenn ich sage, diese Strategie, die interessiert mich, aber ist sie denn wirklich auch relevant für mich und mein Unternehmen? Jetzt sagen wir mal, ich bin jetzt ein Heizungsbauer. Ja, und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, welche Strategie empfiehlst du denn für einen Heizungsbauer? Und dann wird ChatGPT jetzt natürlich aus der Liste, die vorhin generiert wurde, mögliche Strategien empfehlen, die hier sinnvoll sind. Und damit will ich dir einfach aufzeigen, du brauchst nicht immer den perfekten initialen Prompt. Oder wenn dich die Antwort von ChatGPT auf neue Ideen bringt, dann nutze einfach ChatGPT mit den Vorschlägen oder eigenen Rückfragen, um immer näher zu deinen Ergebnissen zu kommen, die du dir wünschst. Tipp Nummer 6, lasse dir Dinge für ein Kind erklären. Ja, viele nutzen ChatGPT vielleicht schon, um sich Wissen anzueignen und mehr über ein Thema zu erfahren. Vielleicht haben wir ein Buch gelesen über künstliche Intelligenz, wo der Begriff Backpropagation aufgetaucht ist oder in einem YouTube-Video, und so könnte ich ChatGPT jetzt fragen, was ist Backpropagation? Jetzt ist das Ganze ziemlich technisch, wenn ich nicht aus dem Bereich selbst komme, und jetzt sage ich ChatGPT einfach, erkläre das Ganze für ein Kleinkind. Und dann wirst du sehen, ChatGPT macht einen ganz simplen Vergleich, stell dir vor, du spielst ein Spiel und so weiter und so fort. Und so kannst du jedes noch so komplexe Thema dir selbst leicht erklären lassen, aber wenn du auch anderen Menschen etwas erklären möchtest, weil du vielleicht coacht, weil du beratend tätig bist oder weil du Mitarbeiter schulen möchtest oder. Ja, es gibt natürlich viele Situationen, wo man anderen Menschen Dinge erklären möchte, die vielleicht sehr spezifisch sind und sehr technisch sind, und dort kannst du ChatGPTs Möglichkeiten nutzen, indem du einfach sagst, erkläre das Ganze für ein Kleinkind. Du kannst auch sagen, nutze bildliche Vergleiche, nutze Metaphern. Wenn Menschen gut durch Bilder lernen können, gut durch Geschichten und Vergleiche lernen können, so kannst du ChatGPT nutzen, um selbst Dinge viel schneller und viel besser zu verstehen oder anderen Menschen Dinge noch besser beizubringen. Tipp Nummer 7, nutze den Voice Mode von ChatGPT am Handy. Du kannst dir die ChatGPT App installieren und dann kannst du mit ChatGPT auch wirklich sprechen. Vielleicht lernst du gut, indem du Dinge hörst und Gespräche führst und nicht indem du viele Texte oder Prompts durchliest. Und so könnte ich jetzt ChatGPT fragen, erkläre mir, was Backpropagation ist für ein Kleinkind. Stell dir vor, du versuchst ein Bild zu malen und jemand sagt dir, ob es gut oder schlecht ist. Wenn es schlecht ist, sagt dir diese Person, was du ändern sollst, damit es besser wird. Backpropagation ist so ähnlich. Es ist eine Methode, mit der ein Computer lernt, bessere Entscheidungen zu treffen, indem er Fehler erkennt und dann seine Herangehensweise verbessert. Also du siehst, du kannst den Voice Mode am Handy nutzen, um viel schneller zu deinem gewünschten Ergebnis zu kommen. Oder wenn du gerade nicht die Möglichkeit hast, lange Prompts zu formulieren, dann kannst du einfach mit ChatGPT sprechen und hast somit eine deutlich natürlichere und auch oft schnellere Konversation mit ChatGPT. Und falls dir die Stimme, die wir gerade gehört haben, nicht gefällt, diese kannst du auch in deinen Einstellungen ändern. Du kannst mit einer weiblichen Stimme sprechen, du kannst mit einer männlichen Stimme sprechen. Da sind deinen Vorlieben auch kaum Grenzen gesetzt. Tipp Nummer 8, du kannst Konversationen mit ChatGPT teilen. Du willst vielleicht diese Marketing-Tabelle, die wir soeben erstellt haben, mit deinem Vorgesetzten teilen, mit deinem Kollegen teilen oder mit deinem Chef teilen. Und dann kannst du einfach hier oben auf das Teilen-Symbol klicken und kannst den Chat innerhalb deiner Organisation teilen. Also wenn ihr einen Enterprise Workspace habt, dann könnt ihr jetzt hier einen Link erstellen und diesen Link jetzt zum Beispiel untereinander hin und her schicken. Und so hat jeder Einblick in die Konversation, die hier geführt wurde. Auch mit dem normalen ChatGPT-Account sollte das Ganze funktionieren, indem du hier draufklickst auf gemeinsam nutzen und dann kannst du den Link entsprechend weiterteilen und anderen Nutzern Beobachterrechte auf deine Konversation geben. Tipp Nummer 10, passe den Sprachstil und den Style deiner Antworten an. Wir wollen ChatGPT einen LinkedIn-Beitrag über künstliche Intelligenz im Job schreiben lassen und uns jetzt überlegen, in welchem
Style möchte ich das Ganze haben, zum Beispiel im Stile von Steve Jobs. Und nun hat ChatGPT einen Text generiert, welcher sich sehr stark am Stil und am Wording von Steve Jobs orientiert, aus der Perspektive von Steve Jobs. Natürlich könnte ich das Ganze auch für jegliche andere Form machen, sagen wir zum Beispiel einfach mal, mache das Ganze im Stil von Darth Vader. Und nun wird der Text im Stile von Darth Vader formuliert. Und auch hier kannst du Vorbilder nutzen, berühmte Persönlichkeiten, fiktive Personen. ChatGPT hat den Stil so gut wie aller bekannten Persönlichkeiten verstanden. Und dies kannst du dir zunutze machen, um deine eigenen Texte auf einen bestimmten Sprachstil anzupassen. Tipp Nummer 11, liefere ChatGPT Kontext zu deinen Prompts. Bei vielen sehen Prompts ziemlich einfach aus, indem ich zum Beispiel sage, schreibe mir einen Blogartikel über KI mit 1000 Wörtern. Das Problem dabei ist, dass ChatGPT sich jetzt selber überlegen wird, welcher Kontext könnte hier passen, und das wird in aller Regel nicht dem entsprechen, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Deswegen gebe ich ChatGPT meine Hintergedanken und meinen Kontext der Anfrage mit, indem ich zum Beispiel sage, laut einer McKinsey-Studie sind 60-70% der Unternehmen produktiver durch generative AI. Unternehmen wie Klarna und Moderna sind bekannte Fallstudien für das Ersparen von Personalkosten. Der durchschnittliche Return on Invest von KI liegt bei 350%, gute Unternehmen sogar bei 800%. Unternehmen, die nicht auf KI setzen, verlieren den Anschluss. Und jetzt weiß ChatGPT ganz genau, worauf möchte ich denn eigentlich hinaus in meinem Artikel, was sind die Botschaften, die mir letztendlich wichtig sind. Und wir sehen das auch direkt jetzt hier live am Beispiel, dass ChatGPT genau diese Punkte eingebaut hat. Ja, der Produktivitätsboom durch Gen AI, er bezieht sich auf die McKinsey-Studie, die Klarna-Fallstudie wird eingebaut, die Moderna-Fallstudie, der Return on Invest. Ja, und so werden alle Punkte, die wir berücksichtigt haben oder die wir haben wollen, aus unserem Kontext mit berücksichtigt im Ergebnis. Und so sparst du dir sehr viele Feedback-Schleifen, die oftmals notwendig sind, wenn dieser Kontext nicht in der Anfrage selbst schon spezifiziert wird. Tipp Nummer 12 ist, gib ChatGPT in deinen Prompts immer Beispiele. Der mit Abstand beste Weg, deutlich bessere Ergebnisse zu erzielen, ist ChatGPT klare Beispiele zu geben, wie dein Endresultat aussehen soll. In diesem Beispiel, wo wir uns einen Blogartikel erstellen lassen möchten, könnte ich mir zum Beispiel einen Blogartikel nehmen, welchen ich besonders ansprechend finde, von Aufbau, Sprache und Struktur. Und ich kopiere mir diesen Blogartikel jetzt hier einfach mal raus. Wir fügen ihn hier unten in unserem Prompt als Beispiel ein. Wir sagen ChatGPT, hier ein Beispiel eines Blogartikels. Orientiere dich exakt an Aufbau und Sprache. Wir fügen das Ganze einfach formlos ein und lassen ChatGPT nun damit arbeiten. Die Kontextfenster von ChatGPT sind enorm groß. Das heißt, du kannst hier wirklich auch lange Artikel einfügen. Du kannst auch mehrere Beispiele sogar liefern und ChatGPT wird alles verstehen und erkennen. Das ist natürlich besonders spannend, wenn du schon mal eigene Texte geschrieben hast, du einen ganz bestimmten Sprachstil zum Beispiel hast und ChatGPT nun 1, 2, 3 Beispiele gibst und du wirst wirklich erstaunt sein, wie gut ChatGPT deinen eigenen Sprachstil treffen wird. Und das Ganze kann man natürlich immer weiter spinnen, indem man ChatGPT noch mehr und noch mehr und noch mehr Beispiele gibt und umso besser wird ChatGPT am Ende klingen und genau den Stil erfüllen, welchen du entsprechend haben möchtest. Und wir sehen das jetzt schon hier, dass der Aufbau und die Struktur dieses Artikels ziemlich genau diesem Artikel entspricht und auch einzelne Wordings angepasst wurden. Zum Beispiel sehen wir jetzt in der Überschrift die Revolution durch KI, ein Weckruf für Unternehmen. Und zuvor klang die Headline vielleicht etwas langweiliger. Ja, die Produktivitätssprünge durch KI, warum Unternehmen nicht zurückbleiben dürfen. Das heißt, ChatGPT hat sich jetzt an Struktur, an Sprache, die vielleicht etwas reißerischer ist in diesem Artikel, hat ChatGPT sich orientiert, sich dessen zu eigen gemacht und deswegen nutze immer Beispiele. Das kannst du für jegliche Form von Prompts verwenden, nicht nur für Artikel und Texte, sondern für jegliche Form von Ergebnissen. Mache dir immer Gedanken, wie du 2 bis 3 Beispiele im Idealfall ChatGPT zur Verfügung stellen kannst und ich garantiere dir, deine Ergebnisse werden dramatisch besser sein. Tipp Nummer 13, nutze ChatGPT, um lange Texte zusammenzufassen. Wir haben hier beispielsweise eine sehr interessante Studie, welche die Auswirkungen von bedingungslosem Grundeinkommen auf den Arbeitsmarkt analysiert und Grundeinkommenempfänger mit tatsächlichen reinen Arbeitnehmern vergleicht. Dies ist zum Beispiel eine relevante Studie, welche ich in einem der KI-News-Formate schon mal referenziert und erklärt habe. Und damit dieser ganze Text jetzt nicht zu 100% gelesen werden muss, kann ich ChatGPT nutzen, indem ich sage, fasse mir den folgenden Artikel zusammen.
Und natürlich kann man das Ganze auch noch konkreter machen, indem wir sagen, fasse mir den Artikel im Hinblick auf die wichtigsten Zahlen, Daten, Fakten und Kennzahlen zusammen. Wir wollen erstmal eine einfache Zusammenfassung haben, um die Quintessenzen des Artikels zu verstehen. Und ChatGPT macht mir jetzt eine strukturierte Auflistung über die wichtigsten Punkte, mit denen ich dann entsprechend arbeiten kann. Und das ist natürlich relevant, wenn du dir zum Beispiel die Frage stellst, hey, sollte ich mir den ganzen Artikel hier durchlesen? Lohnt sich das für mich? Am Ende hast du 5 bis 10 Minuten investiert und kannst mit den Ergebnissen gar nichts anfangen. Oder du willst dir einfach schlicht und ergreifend viel Zeit sparen. Ja, und dann kannst du ChatGPT nutzen, um dir diese Aussagen zusammenfassen zu lassen. Und du kannst ChatGPT natürlich sogar auch sagen, er soll die einzelnen Zeilen hier entsprechend zitieren und vermerken, sodass du auch sicher gehen kannst, dass hier keine Informationen hinzu erfunden werden und sich ChatGPT wirklich ausschließlich auf den von dir angegebenen Artikel bezieht. Tipp Nummer 14, vielleicht dauert dir selbst das zu lange, diese ganzen Texte zu kopieren, dann kannst du ChatGPT einfach auf Links aus dem Internet zugreifen lassen. Dafür kannst du den Webpilot CustomGPT verwenden, indem du in die CustomGPTs gehst und dann auf Webpilot Chat beginnen und dann kannst du deinen Link einfügen. Auch hier sagen wir wieder, fasse den folgenden Artikel zusammen und wir haben uns einfach nur die URL des Artikels reinkopiert und der Webpilot GPT führt jetzt direkt die Aktion aus, das musst du einmal zulassen und jetzt wird er den Link aufrufen und dir deine entsprechenden Ergebnisse liefern. Das Ganze ging auch schon ziemlich schnell und jetzt fasst dieser GPT die Ergebnisse zusammen. Als Hinweis hierzu, du kannst auch in der normalen ChatGPT-Eingabemaske so eine Anfrage stellen und zum Beispiel sagen, fasse mir diesen Artikel zusammen. Hier habe ich jedoch die Erfahrung gemacht, dass dies öfter Fehlerpotenziale liefert. Wir sehen es zum Beispiel hier, dass ChatGPT sagt, I was unable to access the article directly from Open Research Lab due to restrictions. Ja, das heißt, der normale ChatGPT-Chat hat manchmal Sicherheitsmechanismen oder schlicht und ergreifend funktioniert das Ganze nicht, weshalb ich auf jeden Fall den Webpilot GPT empfehle. Und dieser ist sehr zuverlässig und liefert meiner Erfahrung nach sogar deutlich bessere Ergebnisse als die normale ChatGPT-Eingabe. Tipp Nummer 15, wenn du Mac-User bist, dann kannst du dir ChatGPT als Desktop-App herunterladen. Dazu kannst du einfach einen Chat bei GPT öffnen, klickst oben rechts auf dein Logo und dann klickst du auf Mac iOS App herunterladen. Und das Praktische dabei ist nun, dass du nicht nur GPT als Desktop-App zur Verfügung stehen hast, sondern du auch über eine einfache Tastenkombination mit Option-Leertaste einen Chat öffnen kannst. Ja, so habe ich jetzt einfach mit der Tastenkombination Option-Leertaste GPT geöffnet und jetzt kann ich hier mit ChatGPT direkt am Desktop schreiben. Dies spart auch sehr viel Zeit und ist ein großer Mehrwert für alle Mac-User. Tipp Nummer 16, vielleicht stellst du dir auch die Frage, was passiert eigentlich mit den ganzen Daten, die ich ChatGPT gebe und welche Konsequenzen könnte das gegebenenfalls haben? Kann ich es verhindern, dass ChatGPT mit meinen Daten arbeitet und weiterlernt? Und es gibt ein paar Möglichkeiten, die OpenAI uns direkt zur Verfügung stellt. Das ist zum einen hier oben der provisorische Chat. Alles, was du jetzt in diesem provisorischen Chat schreibst, wird nicht in deinem Verlauf gespeichert und auch nicht in den Erinnerungen von GPT. Des Weiteren hast du die Möglichkeiten, in deinen Arbeitsbereich Einstellungen unter Datenkontrollen das Modell für alle verbessern zu deaktivieren. Da klickst du einfach hier auf das Modell für alle verbessern, klickst du auf aus. Wenn du einen Enterprise Workspace für dein Unternehmen hast, dann kannst du auch für alle User aus deinem Unternehmen diese Datenkontrollen deaktivieren und somit verhindern, dass ChatGPT mit vielen internen Daten trainiert wird und weiterarbeitet. Und natürlich zu 100% kann natürlich niemand wissen, was mit den Daten am Ende des Tages passiert. Und zumindest sind das hier die Möglichkeiten, die uns angeboten werden und die wir auch im geschäftlichen Kontext aktivieren sollten. Tipp Nummer 17, nutze CustomGPTs. Und CustomGPTs sind eben nützliche Assistenten, die auf spezifische Anwendungsfälle vorprogrammiert wurden. Einige CustomGPTs werden uns hier zum Beispiel auch vorgeschlagen. Und zwar haben wir hier zum Beispiel ein PDF GPT, welchen du PDF-Dateien hochladen kannst, sie speichern kannst und dann mit deinen PDF-Dateien reden kannst. Oder du siehst hier zum Beispiel einen Produktcoach, einen Produktberater. Ja, und du kannst hier auch sortieren, wenn du zum Beispiel GPTs für DALL-E suchst, um Bilder zu erstellen mit ChatGPT, dann gibt es dafür einen eigenen GPT. Oder wenn du einen Copywriter-GPT haben möchtest, welcher von einem echten Copywriter vielleicht vorprogrammiert wurde. So können wir jetzt einfach mal hier auf einen dieser GPTs draufklicken. Du siehst hier dann auch immer eine Bewertung. Dieser ist zum Beispiel nicht allzu gut bewertet.
mit 3,7 Sternen von 5 möglichen Sternen. Trotzdem können wir jetzt hier mal auf Chat Beginn klicken und dann gibt dir dieser CustomGPT jetzt auch schon ein paar Anweisungen. Du siehst, von wem wurde dieser CustomGPT erstellt und es gibt einige Vorschläge, welche du nutzen kannst. Also hier zum Beispiel der Vorschlag, du kannst hier dann einen Text einfügen, welchen du in menschlicherer Sprache haben willst. Ja, also so könntest du zum Beispiel ChatGPT nutzen, um dir Texte generieren zu lassen. Dann nutzt du diesen CustomGPT, um diese Texte zu vermenschlichen. Und so gibt es eben Dutzende CustomGPTs, die auf verschiedene Anwendungsfälle spezialisiert sind. Richtig spannend wird es jetzt aber, wenn du eigene CustomGPTs erstellst, denn auch das kann jeder ChatGPT-User aktuell tun, auch in der kostenlosen Version, dass du dir eigene, persönliche, nützliche Assistenten baust. Dazu klickst du hier oben rechts auf Erstellen und nun kannst du deine eigenen CustomGPTs erstellen. Dazu haben wir auch schon Videos hier auf dem Kanal veröffentlicht, wie du das Ganze machen kannst, warum das Ganze so wichtig ist, wie sich Unternehmen teilweise tausende Mitarbeiter sparen durch den Einsatz von solchen CustomGPTs und enorm viel Zeit sparen durch CustomGPTs. Und auch wir haben natürlich einige eigene CustomGPTs bereits erstellt. So siehst du zum Beispiel hier einen Blogartikel Texter KI-Mitarbeiter, ja, welchen schon über 1000 Menschen verwendet haben. Da können wir zum Beispiel draufklicken. Ja, dieser hat auch eine gute Bewertung. Da freue ich mich natürlich, falls du diesen verwenden möchtest und eine Bewertung da lässt, wie du das Ganze findest. Du kannst dann hier in den Chat beginnen. Du siehst, wie das Ganze bei uns aufgebaut ist. Und hier kannst du jetzt zum Beispiel Ratgeberartikel für deine Blogartikel schreiben lassen. Und dies ist ein CustomGPT, weil wir zum Beispiel einen bestimmten Ansatz, einen bestimmten Stil haben, wie Blogartikel marketingtechnisch auszusehen haben, damit sie funktionieren. Und deswegen haben wir einen eigenen CustomGPT trainiert mit eigenen Instructions, mit eigenen Beispielen, welcher immer ideale Ergebnisse liefert. Und so kannst du dir die Frage stellen, was sind repetitive Aufgaben in deinem Arbeitsalltag und in deinem Unternehmen, wo du immer wieder Texte generieren musst, wo du vielleicht auch Bilder generieren musst, wo du Datenanalysen machst. Und für all diese Dinge solltest du CustomGPTs selbst aufbauen, um dir hier einfach massiv Zeit zu sparen. Und grundsätzlich gilt das Mantra, jede einzelne repetitive Aufgabe, die ein Mensch tut, vor allem im Bereich Texterstellung oder Analysen, Bewertungen, diese kann auch ein CustomGPT tun. Und natürlich wird ein Mensch am Ende des Tages diesen GPT bedienen, aber es kann sich unglaublich viel Zeit gespart werden. Du brauchst weniger SOPs, du brauchst weniger Prozesse, weniger Erklärvideos und alles in allem wird einfach die gesamte Arbeit im Unternehmen enorm dadurch verschlankt, dass ihr auf CustomGPTs setzt. Das Ganze ist heutzutage auch gar nicht mehr unbedingt optional. Sehr viele Unternehmen arbeiten schon damit und haben dadurch natürlich einen unfairen Wettbewerbsvorteil gegenüber allen Unternehmen, die dies nicht nutzen. Tipp Nummer 19, wenn du eigene CustomGPTs nutzt, dann kannst du sogenannte Custom Actions verwenden. Diese findest du hier unten unter Aktionen und mit diesen Aktionen kannst du jetzt verschiedene Tools mit deinen CustomGPTs verknüpfen. Du kannst dir wirklich so einen eigenen persönlichen Assistenten bauen. Natürlich geht das auch für jeden anderen Use Case. Diesen durch Aktionen verknüpfen mit deinen anderen Tools, zum Beispiel Mails, zum Beispiel deinen Kalender und dir somit natürlich auch noch weiter massiv Zeit sparen, indem du nicht nur Texte generieren lässt, sondern auch alle Aktionen, die danach durchgeführt werden müssen, automatisiert von deinem eigenen GPT erledigen lässt. Tipp Nummer 20, erstelle dir Prompt-Templates für Prompts, die für dich sehr gut funktionieren. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel gemacht eines sehr simplen Promptes, mit dem ich mir ein 10 Minuten Ganzkörper-Workout ohne Geräte erstellen lassen kann. Und jetzt will ich vielleicht beim nächsten Mal diesen Prompt wiederverwenden und mir nicht wieder neue Gedanken machen müssen, wie sah dieser Prompt aus und kann mir jetzt einfach ein Template erstellen. Ja, indem ich hier einfach durch eckige Klammern Platzhalter einfüge, indem ich zum Beispiel hier die x Minuten als meine erste Variable nehme, dann könnte ich das zum Beispiel als nächste Variable verwenden. Ohne Geräte ist für mich die dritte Variable. Und mit diesen ganzen Prompts natürlich vor allem dann relevant, wenn die Prompts wirklich komplex und richtig gut werden mit Kontext, mit Beispielen, dann kannst du dir eine eigene Datenbank erstellen. Zum Beispiel ein einfaches Google Sheet, was wir jetzt hier haben. Und hier fügen wir jetzt unser Template, was wir gerade erstellt haben, fügen wir ein. Und wenn ich das nächste Mal reingehe, dann kann ich jetzt hier zum Beispiel noch mein Use Case reinschreiben, ja, sagen wir mal Fitness Training. Ja, und wenn ich jetzt hier irgendwann eine Datenbank habe mit Hunderten, wenn nicht Tausenden guten Prompts, die ich vor allem auch innerhalb des Unternehmens teilen kann, dann sparen sich natürlich alle super viel Zeit. Wir haben selbst Hunderte solcher Best Practice Prompts, die wir auch mit unseren Kunden entsprechend teilen und somit profitieren eben viele Menschen von den Prompts, die du erstellst und du natürlich auch, wenn du das nächste Mal deinen Prompt wieder suchst, brauchst du nicht immer wieder neu überlegen, sondern speicher dir einfach deine Prompts als Template in einer Datenbank. Tipp Nummer 21, lass deine Texte optimieren und
prüfe sie auf Rechtschreib- und Grammatikfehler. Oftmals muss es im geschäftlichen Alltag schnell gehen oder wenn du kreativ arbeitest und erstmal brainstormst, ja, dann willst du nicht alles bis ins kleinste Detail oftmals ausformulieren. Und jetzt kannst du hier einen Text, ich habe jetzt hier sehr bewusst ganz viele Rechtschreib- und Grammatikfehler in diesen Text eingebaut und sage ChatGPT jetzt optimiere diesen Text und prüfe ihn auf Rechtschreib- und Grammatikfehler. Und ChatGPT wird innerhalb weniger Sekunden diesen ganzen Text optimieren, besser strukturieren, Rechtschreibung und Grammatik korrigieren. Und dies spart natürlich nicht super viel Zeit, sondern verhindert auch Peinlichkeiten. Ne, wenn du öffentlich Texte verwendest mit Rechtschreibfehlern, mit Grammatikfehlern, dann fällt das natürlich negativ auf dich oder dein Unternehmen zurück. Und so kannst du durch ganz simple Anfragen ChatGPT nutzen, um deine eigenen Texte zu optimieren. Ja, jetzt wurde mein Text zwar optimiert, aber vielleicht habe ich das Gefühl, marketingtechnisch passt das Ganze noch nicht so und der ist noch nicht so richtig rund. Und jetzt kann ich ChatGPT als eigenen Kritiker nutzen, indem ich sage, kritisiere den Text im Hinblick auf Marketingpsychologie und emotionale Zielgruppenansprache. Ja, auch das kannst du natürlich durch jede mögliche andere Variable ersetzen. Ja, du kannst den Text kritisieren lassen im Hinblick auf Quellen, die angegeben werden, auf Fakten, wenn du wissenschaftlicher arbeitest zum Beispiel, ja, je nachdem, was du vorhast. Und nun kritisiert ChatGPT meinen Text im Hinblick auf Marketingpsychologie und emotionale Zielgruppenansprache, macht mir hier sogar Beispiele dafür, wie ich hier den Kundennutzen besser hervorheben kann, wie ich einen Call to Action einbauen kann. Ja, also einige echt gute Punkte sind hier definitiv mit bei. Und Tipp Nummer 23 ist jetzt, dass ich ChatGPT selbst nutze und Fragen stellen lasse, mit denen ich meine Ergebnisse noch weiter verbessern lassen kann. Bevor ich jetzt einfach sage, optimiere die Kritiken, will ich sie vielleicht erstmal auf mich und mein Unternehmen besser anpassen. Und deswegen sage ich jetzt, stelle 5 Fragen, zu denen du die Antworten benötigst, um den Text zu optimieren. Und dies sind dann Fragen, wer ist deine Zielgruppe, was sind die spezifischen Herausforderungen, was sind die emotionalen und praktischen Vorteile. Und diese Fragen kann ich jetzt einfach beantworten und im nächsten Schritt dann ChatGPT diesen ganzen initialen Text korrigieren lassen. Tipp Nummer 24, lasse ChatGPT Quellen angeben. Ja, oft generiert ChatGPT Texte und du weißt nicht so genau, ja, ist das hier wirklich richtig? Ist es vielleicht halluziniert worden von dem Modell? Und so können wir sagen, zum Beispiel erstelle eine Einschätzung zum Einsatz von KI im Hinblick auf Datenschutz und urheberrechtliche Fragen. Beziehe dich auf Gesetzestexte und öffentliche anwaltliche Einschätzungen. Nenne und verlinke deine Quellen. Und jetzt wird ChatGPT eben das Internet durchforsten, verschiedene Blog-Einträge durchforsten, die Gesetzestexte durchforsten. Ja, und liefert hier auch schon einige sehr interessante Punkte. Wir sehen jetzt hier unten hat mit ChatGPT die Quellen verlinkt und wenn ich jetzt hier entsprechend draufklicke, komme ich zu dem Artikel, auf den sich ChatGPT bezieht. Und so kann ich halt eben immer sicher gehen, auf welcher Quellengrundlage ChatGPT seine Antworten generiert hat, insbesondere bei Anfragen, wo das Ganze dann wirklich wichtig ist und auch sicher gehen, dass das Ganze nicht halluziniert wurde. Ich kann tiefgreifendere Recherchen beispielsweise machen. Und natürlich wird ChatGPT jetzt keine verbindlichen anwaltlichen Empfehlungen geben können. Dafür ist der Kontext natürlich auch viel zu gering unserer Anfrage. Aber wir sehen hier auf jeden Fall relevante Gesetzesbezüge zu entsprechenden Paragraphen. Und auf Basis dessen könnten wir jetzt weitere tiefgreifende Recherchen mit Follow-up-Prompts machen durch Eigenrecherche oder ganz gezielt auf unseren eigenen Anwalt zugehen und spezielle Nachfragen nochmal stellen. Wie gesagt, ist ein Beispiel hier mit dem Anwalt. Du kannst es natürlich auch für jede andere Art von Quellenangaben nutzen. Sage ChatGPT einfach, er soll seine Quellen angeben. Und so wird er dies tun. Tipp Nummer 25, nutze ChatGPT zum Brainstorming. Oftmals müssen wir kreativ arbeiten, neue Ideen entwickeln und jetzt können wir natürlich auch ChatGPT dafür verwenden, brauchen gar keinen komplexen Prompt, sondern ich will jetzt vielleicht neue YouTube-Ideen entwickeln und sage ChatGPT, hilf mir neue Ideen für YouTube-Videos zu brainstormen. Und jetzt hat ChatGPT sogar schon einige Ideen generiert zu Marketing, Digitalisierung und künstlicher Intelligenz. Und das liegt jetzt einfach daran, weil ChatGPT schon weiß, was ich mache, dadurch, dass es in dem Memory-Feature so von mir eingestellt wurde. Wenn ich jetzt aber über einen ganz anderen YouTube-Kanal oder ganz andere Themen nachdenken würde, ja, dann könnte ich natürlich einfach mit ChatGPT darüber hin und her schreiben und Ideen entwickeln. Ja, das kann sein, du willst vielleicht einen neuen Namen für ein Produkt von dir entwickeln, du brauchst vielleicht einen Namen für deine neue Agentur, die du gegründet hast, du brauchst vielleicht Ideen für dein Logo. Ja, so kannst du ChatGPT zum Brainstorming nutzen und wir haben ja schon die Voice-Features kennengelernt. Du kannst natürlich auch einfach mit ChatGPT sprechen und wie in einer Konversation neue kreative Ideen zu entwickeln. Tipp Nummer 26, buche dir ein persönliches KI-Analysegespräch, in dem einer unserer AI-Consultants über deine Situation drüber schaut und dir hilfreiche Tipps zum Einsatz von ChatGPT gibt, egal ob du Unternehmer bist und durch ChatGPT mehr Umsatz mit weniger Arbeit machen möchtest oder wenn du deine eigene AI-Agentur aufbauen möchtest,
Trag dich ein für ein kostenloses Analysegespräch. Unsere Experten nehmen sich bis zu 60 Minuten für dich persönlich die Zeit und helfen dir, in diesem Bereich voranzukommen. Tipp Nummer 27, und das ist wirklich für jeden super relevant, das sehe ich viel zu selten, und zwar, dass ChatGPTs Vision Features richtig genutzt werden. ChatGPT kann Screenshots, PDF-Dateien, Fotos analysieren und dir auf Basis dessen Hinweise geben. Das ist vor allem relevant, wenn du jetzt zum Beispiel mit Tools arbeitest. Wir nehmen jetzt mal ein Beispiel, und zwar wollen wir einen eigenen KI-Agent in WordPress erstellen. Du hast vielleicht keinerlei Ahnung von WordPress und hast auch wenig Lust, dir jetzt für jede kleine Frage YouTube-Videos anzuschauen. So könnte ich mir jetzt einfach einen Screenshot der Nutzeroberfläche in WordPress machen. Habe diesen Screenshot jetzt eingefügt in unser Kontextfenster bei GPT. Und jetzt will ich vielleicht wissen, wo kann ich denn meine Knowledge Base hochladen in WordPress? So, und jetzt sage ich ihm einfach, ich habe dir einen Screenshot hochgeladen. Wo kann ich die Knowledge Base bei meinem Agenten hinterlegen? ChatGPT kann jetzt diesen Screenshot, den wir gerade gemacht haben, analysieren und uns entsprechend Hinweise dazu geben, wo wir die Knowledge Base hinterlegen können. Tipp Nummer 28, nutze ChatGPT, um Google Sheets und Excel-Formeln erstellen zu lassen. Heutzutage muss niemand mehr Ahnung haben von Google Sheets oder Excel-Formeln, denn ChatGPT kann jegliche Art von Formeln für dich erstellen, wenn du nur gut genug im Prompting bist. Das zeigt noch einmal, dass der Skill des Promptings wichtiger ist als so gut wie jeder andere Skill, den du in den vergangenen Jahren brauchtest. Ich habe hier zum Beispiel eine Tabelle. Dort machen wir Vergleiche von verschiedenen Large Language Models. Wir bewerten verschiedene Kriterien und sagen, ob dieses Modell in dieser Benchmark durchgefallen ist oder bestanden hat. Zuletzt haben wir das bei GPT-4o gemacht und Gemini 1.5 Pro. Dazu gab es auch ein YouTube-Video. Lass mich gerne mal wissen, ob wir ein paar weitere Modelle demnächst mal wieder hier auf dem Kanal testen sollen, wie zum Beispiel die neuen Llama- oder Mistral-Modelle. Ja, in dem Fall will ich jetzt aber einfach einen Score erstellen, mit dem ich meine Modelle bewerten kann, indem hier einfach eine Summe gebildet werden soll, wie häufig wurde das Wort bestanden verwendet. Und dieses mag jetzt vielleicht eine verhältnismäßig einfache Formel sein. Ich will damit einfach einmal demonstrieren, wie einfach das Ganze möglich ist. Und zwar machen wir hier auch wieder einen Screenshot, denn ChatGPT wird das Ganze entsprechend erkennen. Den Screenshot füge ich nun hier ein und jetzt kann ich einen Prompt schreiben. Ja, du bist Experte für deutsche Google Sheets. Ich will in Zelle C3, das ist hier, ja, ich will in Zelle C3 die Anzahl der Werte bestanden aus D3 bis V3 anzeigen lassen. Erstelle die Formel. Ja, also hier ist es einfach nur wichtig, einmal logisch zu erklären, was willst du lösen. Und ChatGPT würde jetzt hier eine Formel erstellen. Direkt ein Hinweis hierzu, und zwar generiert ChatGPT, wenn du jetzt Google Sheets verwendest, oftmals englische Excel-Formeln, und da kannst du jetzt einfach nochmal dazu sagen, ganz einfach wirklich deutsches G-Sheet. Ja, und jetzt wird ChatGPT auch wissen, was du damit meinst, und die Formel einmal für ein deutsches Google Sheet erstellen. Ja, wir können die Formel jetzt einmal kopieren, dann sehen wir ja schon, ob das Ganze funktioniert. Wir fügen die Formel hier ein, zählen, wenn D3, V3 gleich bestanden, und das Ganze passt. Wir haben den Wert 11. Ja, wie gesagt, diese Formel ist natürlich verhältnismäßig einfach, aber du kannst dir wirklich jede Formel erstellen lassen, egal wie kompliziert es wird. Deine Prompts werden etwas länger werden, aber du kannst GPT einfach Screenshots geben. Du musst einfach nur gut erklären, welche Formel möchtest du in welcher Zelle haben, was soll mit einbezogen werden. Unsere AI Automations Manager haben da teilweise riesige Prompts und komplexe Tabellen und komplexe Analysen, die gemacht werden müssen, und kommen somit aber super schnell zum Ergebnis, wo du vielleicht vor ein paar Jahren noch erstmal super viele Videos durchforsten musstest oder einen Excel-Spezialisten dir zur Hand holen musstest. Das ist alles heute nicht mehr notwendig. Das kann alles ChatGPT für dich machen. Tipp Nummer 29, nutze ChatGPT zur Datenanalyse. Ich habe jetzt hier einfach mal zum Beispiel die Jahresberichte von Nvidia. Die können wir uns hier als PDF-Datei downloaden, und du siehst schon, diese PDF ist super lang. Das sind 187 Seiten, und die PDF, die können wir jetzt einfach hier in unser Kontextfenster reinziehen und sagen, ChatGPT, jetzt analysiere den Geschäftsbericht und liefere mir die wichtigsten Zahlen und Fakten. Und auch hier kannst du natürlich jetzt sehr spezifische Fragen stellen. Du kannst mit diesen PDF-Dateien ja sozusagen sprechen. Und ChatGPT hat die ganze PDF jetzt in Windeseile analysiert und liefert mir direkt die wichtigsten Kennzahlen, ja, die finanzielle Leistung des Unternehmens, Segmentinformationen, Marktplattformen und so weiter.
Und mir ging es jetzt hier einfach mal darum zu demonstrieren, selbst eine 187-seitige PDF kann ChatGPT hier in Sekundenschnelle für dich analysieren. Das spart natürlich super viel Zeit und sehr viele wissen nicht einmal, dass man PDFs bei ChatGPT hochladen kann. Tipp Nummer 30, nutze ChatGPT, um deine Tagesreports oder Tagebücher zu erstellen. Im Geschäftskontext sendest du vielleicht jeden Abend einen Report ab an deinen Vorgesetzten, wo du einmal deine Projekte zusammenfasst, was hast du gemacht, was lief gut, was lief schlecht, wo brauchst du Hilfe. Auch dafür könntest du ChatGPT nutzen, indem wir zum Beispiel sagen, stelle mir Fragen, die ich beantworten kann, um meinen Tagesreport für meine Projekte zu schreiben. Nachdem ich sie beantwortet habe, formatiere sie in einen strukturierten Text, den ich via Messenger versenden kann. Und jetzt sendet mir ChatGPT einige Fragen, die kann ich jetzt beantworten. Ja, welche Projekte habe ich bearbeitet? Was waren meine wichtigsten Aufgaben? Was waren die Erfolge? Gab es Herausforderungen? Und wenn du jetzt ein internes System hast, das deine Texte und deine Tagesreports immer nach dem gleichen Schema aufgebaut sein müssen, ja, dann kannst du dir diese natürlich in dein Prompt inkludieren. Oder du kannst hier auch einen eigenen Custom-GPT bauen, mit dem du dann einfach immer wieder sprechen kannst, um deine Reports zu erstellen und danach vielleicht sogar automatisiert per Mail oder per Slack versenden zu lassen. Also auch das ist eine super große Hilfe. Nutze ChatGPT, um deine Reportings zu erstellen. Tipp Nummer 31, nutze ChatGPT zur Zielgruppenanalyse. Im Marketing ist es immer essentiell, seine Zielgruppe exakt zu kennen. Und wenn du nicht die Zeit hast, mit tausenden Menschen aus deiner Zielgruppe zu sprechen, kannst du ChatGPT genau dafür verwenden, wenn du nur spezifisch genug angibst, was du haben möchtest. So könnten wir jetzt sagen, du agierst als Marketing-Experte, der E-Commerce-Unternehmen als Spezialgebiet hat. Hier sind die wichtigsten Informationen zu meinem Unternehmen und Zielen. Das ist jetzt hier ein Demo-Beispiel, ein E-Commerce-Unternehmen namens Eleganza Weddings. Ja, hier geht es um Hochzeitsbekleidung. Was ist die Vision des Unternehmens? Was sind die Ziele? Was sind die Produkte? Und jetzt sagen wir eben ChatGPT, basierend darauf wirst du mir jetzt eine Zielgruppe definieren und analysieren. Ich möchte, dass so eine Zielgruppenanalyse viele Erkenntnisse liefert und als gute Ausgangslage für zukünftige Marketingstrategien dient. Und jetzt wird ChatGPT mit diesen ganzen Informationen arbeiten können und deine Zielgruppe entsprechend gut analysieren können. Zunächst einmal demografische Merkmale, die hier spezifiziert werden, geografische Merkmale, psychografische Merkmale. Also so, wie wir im klassischen Marketing auch vorgehen würden in einer Zielgruppenanalyse. Dazu kannst du ChatGPT nun zu Hilfe nehmen und deine Zielgruppe besser verstehen. Kenne und verstehe die OpenAI APIs, der sogenannte OpenAI Playground, den findest du, wenn du einfach googelst nach OpenAI Playground. Und nun können wir hier einmal draufklicken. Dort kannst du dir einen eigenen Account erstellen, solltest du noch keinen haben. Wir können uns jetzt hier einmal einloggen. Ich habe hier selbstverständlich einen Account und diesen OpenAI Playground, welcher vor allem für die sogenannten Assistant APIs wichtig ist. Den kannst du dir so vorstellen wie Custom GPTs. Nur, dass du diese viel flexibler als eigene Agenten einsetzen kannst. Du kannst hier also eigene Assistenten und Agenten programmieren. Das sieht ziemlich ähnlich aus zu der Custom-GPT-Eingabemaske, hat aber an anderer Stelle entscheidende Vorteile. Also wenn du zum Beispiel eine eigene Software ziemlich simpel aufsetzen möchtest, wo du eigene Custom-GPTs quasi inkludiert hast, mit denen deine Kunden schreiben können, dann machst du dies über Assistant-APIs. Oder wenn du eigene Agenten bauen willst, die verschiedene Tasks hintereinander automatisiert ausfüllen, dann nutzt du dafür Assistant APIs. Also kenne auf jeden Fall den Unterschied zwischen Custom GPTs und Assistant APIs. Wenn du den nächsten Step gehen willst und dich professionalisieren möchtest mit KI-Agenten, dann brauchst du Assistant APIs. Tipp Nummer 33 knüpft genau da an, und zwar kannst du ChatGPT in Zapier oder Make, also in Automatisierungstools, verwenden und einbinden, und damit sind deinen AI-Automations keine Grenzen mehr gesetzt. Wenn du hier einen Zap geöffnet hast, dann findest du ChatGPT an zweierlei Stellen. Ja, zum einen kannst du nach OpenAI suchen, aber du kannst auch nach ChatGPT suchen. Dieser Unterschied ist einmal sehr sinnvoll zu verstehen, denn wenn du nach ChatGPT suchst, dann kannst du vor allem auf deine Assistant APIs zurückgreifen und diese Anfragen und verschiedene Aktionen damit ausführen. Wenn du jedoch mit OpenAI arbeitest, dann hast du auch ein paar spannende Features. Und zwar kannst du zum Beispiel Texte analysieren lassen bzw. Stimmen analysieren lassen. Ja, du kannst hier zum Beispiel diese Text-Sentiment-Analyse machen. Das ist eine Emotionsanalyse, die du vornehmen kannst. Und so könntest du jetzt zum Beispiel, wenn du einen Voice-Agent installierst, auch da haben wir viele Videos hier schon auf dem Kanal, kannst du zum Beispiel deine Voice-Agent-Transkripte
an einen eigens dafür programmierten Assistant senden lassen, welcher dann eine Emotionsanalyse deiner Gespräche durchführt. Wo kann das spannend sein? Im HR-Bereich natürlich, aber auch im Sales kann das natürlich super relevant sein. Natürlich immer unter der Prämisse, hier alle Datenschutzvorkehrungen getroffen zu haben. Aber wie gesagt, einfach mal die Perspektive zu haben, du kannst ChatGPT in jeglicher Form von Automation einsetzen, ist schon mal sehr, sehr hilfreich. Und da kommen wir jetzt auch zum finalen Tipp. Tipp 34, baue deine eigenen KI-Agents. Und wenn du richtiger Profi werden willst und jetzt nach diesem Video hast du alle Basics von ChatGPT gemeistert, ich sage an der Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch. Du weißt jetzt super viel zu ChatGPT, du bist jetzt Profi, wenn du diese ganzen Dinge umsetzt. Und jetzt kannst du im nächsten Schritt ein richtiger KI-Champion werden, unter anderem, indem du eigene KI-Agenten für dein Unternehmen programmierst. Das können Voice-Agenten sein, das können 10 verschiedene ChatGPT-Assistant-APIs sein, die intelligent zusammenarbeiten und 100%ig automatisiert Tätigkeiten in deinem Unternehmen ausführen. Wir haben zum Beispiel schon ganze Stellen in Unternehmen gespart, dadurch, dass wir einen eigenen KI-Agenten in dieser Stelle positioniert haben, eingesetzt haben und dieser eigenständig zu 100% autonomen Tasks ausführt. Und das natürlich für einen sehr, sehr geringen Preis am Ende, denn du zahlst ja nur einige wenige Mikrocent für solche Anfragen bei deinen KI-Agenten. Also beschäftige dich mit KI-Agenten, das ist das nächste große Ding. Und wenn dich das ganze Thema interessiert, wenn du jetzt vielleicht fortgeschrittene Videos haben möchtest, wenn du mal lernen willst, wie baut man solche KI-Agenten, lass es mich doch super gerne in den Kommentaren wissen, vor allem auch welcher Use Case dich in diesem Bereich interessiert, im Fulfillment, im HR, für Blogartikel, für was auch immer. Lass es mich super gern wissen, dann machen wir dazu mal ein eigenes Video. Das waren 34 ChatGPT-Tipps, die dich vom Anfänger oder auch Fortgeschrittenen in ChatGPT zum absoluten Profi gemacht haben. Du kennst jetzt alle wichtigen Funktionen, die du brauchst, um das Maximum aus diesem genialen Tool rauszuholen. Und wenn dich genau solche Videos und Themen interessieren, abonnier doch super gern den Kanal. Lass mich, wie gesagt, in den Kommentaren wissen, welche Use Cases dich interessieren, ob wir noch mehr solcher Hack-Videos für ChatGPT machen sollen, mit noch mehr Tipps, mit noch mehr Spezialfunktionen oder ob du mal wirklich noch tiefer ins Detail reingehen willst zu KI-Agenten, zu sehr spezifischen Use Cases im Unternehmen. Das würde mich sehr interessieren. Ja, und ich freue mich, dich jetzt im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, dein Leo.